Sehr geehrte Damen und Herren, hochgeschätzte Festversammlung, ich begrüße Sie zur feierlichen Sponsion zum akademischen Festakt der Unternehmerischen Hochschule MCI Management Center Innsbruck. Schön, dass etwa 1000 Festgäste aus Familie, Beruf und Freundeskreis zu uns gekommen sind. Draußen strahlt die Sonne, herinnen strahlen die Gesichter unserer angehenden Absolventinnen und Absolventen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle zu uns gekommen sind. Ein Festakt ohne Sie, sehr geehrte Festgäste, wäre nicht das, was es jetzt ist. Wir feiern die Leistungen von tüchtigen, engagierten, zukunftsfrohen und verantwortungsbewussten jungen Menschen, die etwas getan haben, was in der Gesellschaft so wichtig ist und leider Gottes nicht ganz alltäglich, nämlich nicht zu jammern, sich nicht auf andere zu verlassen, nicht immer die Schuld oder die Tat bei anderen zu suchen und einzufordern, nicht einzustimmen in das Leben ist schlecht und man sollte, man müsste, sondern die gesagt haben vor mehreren Jahren, ich tue, ich pack's an, ich traue mich, was zu, ich nehme mein Leben in die Hand, ich nehme die Zukunft in die Hand, ich gestalte und ich übernehme Verantwortung. Verantwortung für mein Leben, meine Zukunft, die Aufgaben, die man mir überträgt, Betriebe, Familien und nicht zuletzt die Gesellschaft. Wir durften Sie über die letzten Jahre begleiten. Das war etwas ganz, ganz Schönes und Berührendes. Und wenn wir gesehen haben, mit welcher Freude, mit welcher Energie, mit welchem Enthusiasmus Sie an die Dinge herangegangen sind, wie kritisch Sie gearbeitet haben, aber kritisch vor allem zu sich selbst und nicht zuvorderst bei den anderen, dann, glaube ich, brauchen wir uns um die Zukunft dieses Landes keine Sorgen zu machen. Wenn ich sage wir, die Unternehmerische Hochschule, wer ist dieses wir? Das ist ein Konsortium aus Trägern, bestehend aus dem Bundesland Tirol, der Landeshauptstadt Innsbruck, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol, der Industriellenvereinigung Tirol und nicht zuletzt der Universität Innsbruck, aus der wir herausgewachsen sind. Die Idee war, in Ergänzung zur Universität, zur klassischen, traditionellen Universität, eine Art Schnellboot zu gründen. Es gibt das Flaggschiff, das akademische Flaggschiff, eine sehr renommierte, international anerkannte und traditionsreiche, leistungsstarke Universität. Und es gibt diese dynamische, stärker ins Private, privatwirtschaftlich agierende, flexible, innovative und internationale unternehmerische Hochschule. Und wenn wir gemeinsam mit dieser Universität und gemeinsam mit den Partnern, den ich genannt habe, den Gebietskörperschaften, unseren Sozialpartnern am Strang ziehen, dann geschieht etwas. Und das war vor etwas mehr als 20 Jahren, begonnen in einem kleinen Büro von nicht einmal 30 Quadratmetern. Wir sind damals in den Keller der Universität gegangen und haben zwei gebrauchte, ausgemusterte Schreibtische hervorgeholt und auch zwei ausgemusterte Stühle und so haben wir begonnen. Und dann haben wir, Sie sehen es heute noch, an den Studiengängen etwa 3200 Studierende aus mehr als 50 Nationen. Wir haben für dieses akademische Jahr 4000 Bewerbungen für etwas über 1000 Studienplätze bekommen, diese Bewerbungen aus 70 Nationen. Wir arbeiten mit 250 Partneruniversitäten zusammen. Wir haben etwa 1000 Lehrende aus aller Welt, 35 Nationen. Aber vor allem das, was Sie tun, was Sie leisten, ist in der Wirtschaft, ist in der Gesellschaft gefragt. Und wir könnten doppelt so viele oder mehrfach so viele Absolventinnen und Absolventen haben,
die Gesellschaft würde sie brauchen und aufnehmen, weil wir gar nicht so viel tüchtige Leute hervorbringen können, wie Bedarf danach besteht. Und das erfüllt einen mit Stolz und mit Freude. Vor allem aber erfüllt es mit Stolz und mit Freude, weil ich zutiefst überzeugt bin, gemeinsam mit unserem Team, dass wir auch einen Auftrag haben in der Gesellschaft, dem entgegenzuwirken, dass man glaubt, alles schenken zu müssen, immer nach der öffentlichen Hand rufen zu müssen, immer fordern zu müssen. Geschenke, so glauben wir an der Unternehmerischen Hochschule, sind willkommen, sind hilfreich, sind angenehm, vielleicht auch notwendig dort und da, aber sie stiften keine Befriedigung. Stolz, Zufriedenheit, Befriedigung hat man, wenn man etwas geschaffen hat, wenn man auf etwas verzichten musste, wenn man sich anstrengen musste, wenn es nicht selbstverständlich war, dass man das schafft. Das andere ist angenehm. Zufriedenheit, Stolz auf das Erreichte hat man, wenn die Herausforderung groß war. Und wenn man das weiß, weiß man auch, wenn jemand Sinn in etwas sieht, eine Herausforderung in etwas sieht, dann schaffen Leute Ungeahntes. Sie erklimmen Achttausender, sie laufen Triathlon oder sie beginnen ein Studium am MC. In diesem Sinne darf ich all jenen danken, die dazu beigetragen haben, dass wir heute stehen dürfen. Das sind Sie. Aus Familie, aus Freundeskreis, ich habe schon genannt, aus den Berufen. Das sind aber auch die Träger des MC. Ich habe sie genannt und an der Spitze heute unserer Trägereinrichtungen darf ich ganz, ganz herzlich meinen Willkommensgruß entbieten, dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Tirol, Herrn Dr. Jürgen Bodenseer. Lieber Herr Präsident, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Mein herzlicher, ausdrücklicher Dank gilt der gesamten akademischen Community. Ich habe es gesagt, knapp 1000 Lehrende aus aller Welt, heute angeführt von den beiden Studiengangsleitern, Herrn Professor Hubert Ziller, Tourismuswirtschaft, Herrn Professor Jürgen Matthias Seeler, BWL Online und der Promotorin des heutigen Tages, der stellvertretenden Leiterin unseres Hochschulkollegiums, Frau Professorin Claudia Mössenlechner. Danke euch und euren Teams, ihr habt Gewaltiges geleistet. Bildung, so sagt ein chinesisches Sprichwort, verhindert Einbildung. Und der berühmte, leider schon des Längeren verstorbene Schauspieler und Komödiant amerikanischer Herkunft, Danny Kaye, hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten, Leistung zu erbringen. Die eine ist, wirklich etwas zu tun, sich anzustrengen, etwas zu leisten. Und die andere ist so zu tun, als hätte man sich angestrengt, als hätte man etwas geleistet. Er empfiehlt, konzentrieren Sie sich auf das Erstere. Leisten Sie wirklich etwas. Dort ist die Konkurrenz viel geringer. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie den ersteren Weg einschlagen. Ich bin überzeugt davon, Sie haben damit begonnen, dass Sie diesen Weg fortführen werden. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Danke Ihnen, die Sie alle, diese Absolventinnen und Absolventen unterstützt haben, wie Sie hier im Publikum sitzen. Alles Gute, einen schönen Tag. Sehr geehrte Zuspendierende, meine sehr geehrte Festversammlung, sehr geehrte Damen und Herren, es ist schon was ganz was Besonderes, wenn ihr da so jetzt reingekommen seid, alle lachen, alle haben also so einen, tragen einen berechtigten Stolz und dann sieht man also auch das Auditorium
die Eltern, Verwandte, Freunde, Bekannte, alle freuen sich und es ist eine ganz besondere Stimmung und es ist heute wirklich euer Tag. Ihr habt euch über Jahre, auch an Wochenenden, auch am Abend unheimlich angestrengt und heute ist es sozusagen dazu da, um die Ernte einzufahren, um es einmal so auszudrücken. Bildung bleibt. Bildung ist etwas, was einen niemand wegnehmen kann, wobei ich auch glaube, dass man bei Bildung immer auch aufpassen muss, dass man nie ausgelernt hat. Wir leben in einer sich rapidest verändernden Welt. Gilt natürlich auch für den Tourismus. Freizeitwirtschaft gilt für Management. Es ändern sich die Bedingungen rapidest. Ich meine, es gibt ganz neue Formen, die zu beachten sind. Digitalisierung ist nur ein Teil davon. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich damit also auseinandersetzt und immer wieder heute überlegt, wie könnte es morgen und übermorgen ausschauen. Und da glaube ich, dass es sich sehr, sehr stark verändern wird, gerade in Ihren Fachrichtungen. Ich glaube auch, dass ihr genau die richtige Entscheidung getroffen habt und auf dem Weg zum Erfolg ein ganz großes Stück weitergekommen seid. Es ist wichtig, Ziele zu setzen, hohe Ziele zu setzen und die Ziele dann auch zu versuchen zu erreichen. Und immer darauf schauen, dass sich, und das spüren wir alle, dass sich das Mindset der Menschen auf diesem Kontinent, in allen Kontinenten verändert hat. Menschen denken anders, Menschen fühlen anders, Menschen setzen andere Prioritäten. Und ich glaube, das gilt auch sehr, sehr stark für eure Fachgebiete. Aber erfolgreich sein und fleißig zu arbeiten, ist nicht das ganze Leben. Und ich glaube auch, es gehört zum Leben auch viel Spaß, Freizeit, Freunde und einfach nur Leben, Reisen machen etc., Sport machen mit dazu. Und ich möchte euch heute gerne mal ein bisschen verführen, Dinge anders zu sehen und Dinge anders zu machen. Es gibt sie überall, diese crazy Typen, wir kennen sie alle. Sie sind nicht nur in Silicon Valley zu Hause, sondern eigentlich überall und sind kleine Rebellen, die in keine Schublade passen. Man kann sich über sie ärgern, aber man kann sie nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, sie sind auch die, die im Prinzip unsere Welt verändern und auch verändern werden. Und da gehört sie auch dazu. Und die sehen Dinge aus anderen Perspektiven. Ich denke mir es immer wieder, bin kein großer Wanderer und kein großer Bergsteiger, aber ich gehe auch gerne auf die Berge rauf und schwitze dabei. Und es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man einen Gipfel erreicht hat, auch im symbolischen Sinn, wenn man einen Gipfel erreicht hat und oben steht und hinunterschaut und weiß, man hat also sich selber sozusagen überwunden und man hat jetzt eine andere Perspektive und Probleme nehmen dann eine andere Gestalt an, sind weiter entfernt. Das ist genauso, wenn man Reisen macht und mit entsprechenden Erfahrungen zurückkommt. Diese crazy Typen, die brechen auch Regeln und ich lade Sie auch dazu ein, Regeln zu brechen, den Status quo nicht als gottgegeben anzunehmen und viel zu auszuprobieren. Es gehört zum Erfolg meiner Meinung nach auch dazu, dass man scheitert. Es ist nur wichtig, dass man wieder aufsteht, aber auch Scheitern ist im Prinzip mit impliziert in einem Erfolg. Und diese kreativen, eigensinnigen Genies, ihr habt es richtig gemacht mit dem MC, sitzt jetzt da und ich hätte noch einen Rat für euch, der von irgendjemandem, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das herauszufinden, welcher Philosoph das war, aber das geht so. Man muss den Mut haben, veränderbare Dinge zu verändern. Man muss die Klugheit haben, unveränderbare Dinge zu ertragen. Und man muss die Weisheit haben, beides voneinander zu unterscheiden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, viel Vertrauen, viel Zuversicht und behaltet Tirol, Innsbruck und vor allen Dingen das MCI
in Erinnerung, denkt immer wieder zurück, macht Werbung dafür, wenn ihr draußen in der großen Welt unterwegs seid und erfolgreich seid. Glück auf und alles Gute. Danke. Sehr verehrte Festgäste, geschätzte Absolventinnen und Absolventen. Ich habe heute die Ehre und große Freude, wirklich große Freude, weil ich fast alle dieser Studierenden auch persönlich kenne, in meiner Funktion als stellvertretende Leiterin des Hochschulkollegiums als Promotorin die Verleihung der akademischen Grade vorzunehmen. Im Rahmen der heutigen Sponsion wird den Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie des Masterstudiums Entrepreneurship and Tourism sowie des Bachelorstudiums Betriebswirtschaft Online der akademische Grad verliehen. Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, ein Studium bedeutet, seine Talente zu entfalten, an seinen Stärken und Schwächen zu arbeiten, Dinge zu hinterfragen, Eindrücke und Gelerntes zu reflektieren, sich somit den Weg zum Erfolg zu sichern, so dass denn möglich ist. Letztendlich bedeutet ein Studium auch, sich einen Weg zu ebnen, um ein Leben lang offen und neugierig zu bleiben für Neues, für neue Herausforderungen. Und Sie alle haben während der letzten Jahre die Herausforderungen am MCI sehr gut gemeistert. Jeder Einzelne kann sehr, sehr stolz auf diese Leistung sein. Ich darf also dazu im Namen des Hochschulkollegiums sehr, sehr herzlich gratulieren. Die Sponsion bildet den formalen Abschluss Ihres akademischen Studiums und beinhaltet die offizielle Verleihung des akademischen Grades. Sie haben mit der Approbation und Verteidigung Ihrer Bachelor- bzw. Masterarbeit und der erfolgreich bestandenen Bachelor- bzw. Masterprüfung die Voraussetzungen hierfür zur Gänze erfüllt. Mit der Ablegung des Gelöbnisses wird Ihnen nun der akademische Grad eines Bachelor of Arts bzw. Master of Arts verliehen. Sie sind berechtigt, Ihren akademischen Grad in Verbindung mit dem Zusatz MCI zu führen. Diese Berechtigung wurde vom österreichischen Wissenschaftsministerium zuerkannt, um die Qualität der verleihenden Hochschule zu unterstreichen. Sehr geehrte Festgäste, da wir auch ein Masterstudium am Programm haben, welches in Englisch geführt wird, darf ich auch einige Worte in Englisch an die Absolventinnen und Absolventen richten.
respected graduates, studying implies to use and unfold your personal strengths and maybe to also work on some of your weaknesses. To critically reflect and integrate knowledge, to work on topics you cover during your studies, but first and foremost, to remain curious, to remain inquisitive for the rest of your lives, to find your personal and professional way to individual success. Over the last few years, you have met these challenges, and every single one of you can be truly proud of this achievement. So on behalf of the MCI Academic Council, I would like to congratulate you on this. Upon the taking of the oath, the academic title of Bachelor of Arts, or for that matter, Master of Arts, will be conferred onto you. You're fully entitled to add the addendum MCI to your title to express the quality of your degree. Ich bitte nun Anna Habenbacher, Studierende des Bachelorstudiengangs Tourismus und Freizeitwirtschaft, Victoria Morandell, Studierende des Bachelorstudiums Betriebswirtschaft Online, und Julia Tolson, Studierende des Masterstudiums Entrepreneurship und Tourismus, vorzukommen. Anna Habenbacher und Victoria Morandell werden stellvertretend für alle Studierenden die Gelöbnisformel in Deutsch wiederholen. Julia Tolson wird anschließend die Formel in Englisch wiederholen. Ich verspreche, den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen, ihre Ziele zu fördern, das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Ich verspreche, den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen, ihre Ziele zu fördern, das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Ich verspreche, in meinem Verhalten das allgemeine Wohl zu beachten, die natürliche Lebensgrundlage zu schützen, meiner Hochschule verbunden zu bleiben und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Ich verspreche, in meinem Verhalten das allgemeine Wohl zu beachten, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, meiner Hochschule verbunden zu bleiben und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Ich bitte nun alle Kandidatinnen und Kandidaten, das Versprechen gemeinsam abzulegen durch die Aussage: Dies gelobe ich. Nach Ablegen des Versprechens verleihe ich Ihnen im Namen des MCI den akademischen Grad Bachelor of Arts bzw. Master of Arts. Als Nachweis der Verleihung werden Sie Urkunden erhalten. I now request that Julia Tolson repeats the oath on behalf of all students here in English. I affirm that I will truly serve science, promote its aims, practice my profession with conscience and dignity, and will well commit my life to serving humanity. I affirm that I will truly serve science, promote its aims, practice my profession with conscience and dignity, and will well commit my life to serving humanity. I declare that I will observe and obey the general welfare, protect and honor the noble traditions of the profession, bear true faith and allegiance to my institution, thus prove myself worthy of this degree. I declare that I will observe and obey the general welfare, protect and honor the noble traditions of the profession, bear true faith and allegiance to my institution, thus prove myself worthy of this degree. I now request that all graduates accept this oath by stating together, "To this I pledge." By taking this oath, I confer upon you, in the name of the MCI, the academic grade Bachelor of Arts, or for that matter, Master of Arts. Thank you.
Ich darf nun Herrn Hubert Ziller aufs Podium bitten, um mit der Vorstellung der Studierenden des Bachelorstudiengangs Tourismus und Freizeitwirtschaft zu beginnen. So. Jetzt gehe ich das 14. Jahr auf dieses Podium, das passiert das erste Mal, aber es muss auch irgendwann das erste Mal sein. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen des MC Tourismus von BBL Online, liebe Familien, liebe Freunde, werte Ehren- und Festgäste. Ich habe gesagt, das Tourismusland Tirol feiert heute zum 14. Mal eine Sponsion für Absolventinnen und Absolventen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Wir sind ein Tourismusland, wir sind ein Sportland. Wir sind ein Land, das weltweit für seine Tourismuskompetenz und Gastgeberqualität geschätzt wird. Wir begrüßen sehr viele Gäste, 11,4 Millionen Gäste jedes Jahr in Tirol. Das ist alle 3 Sekunden ein Gast. Wir teilen mit diesen Gästen unseren Lebensraum als Erholungsraum. Wir leben in dieser Welt gemeinsam. Wir sind ein Land im Herz der Alpen, wo sehr viel Unternehmertum passiert, wo familiengeführte Unternehmen eine Wirtschaft fast, kann man sagen, und das kann man auch wie andere Bereiche sagen, ein Land tragen. Es ist ein Land, wo der Wohlstand und eben diese Lebensqualität sehr stark auch mit dem Tourismus zu tun hat. Wir können von gesicherten 30% Beitrag direkt und indirekt zum quasi Bruttoinlandsprodukt unseres Landes sprechen. Und wir haben hier eine Stadt, die eine unglaublich prosperierende Stadt ist, eine Stadt, die sich schon sehr früh an die Welt angebunden hat, nicht zuletzt durch Olympische Spiele in den Jahren 64 und 76, durch Jugendspiele 2012. Und die, das möchte ich hier auch nicht verhehlen, sehr gute Voraussetzungen hat, auch für moderate und nachhaltige Spiele in Zukunft in Frage zu kommen. Und wir sind aber auch ein Land, das seit dem Jahre 2000 für junge Menschen ein Hochschulstudium im Bereich der Tourismus- und Freizeitwirtschaft anbietet. Es bewerben sich mehrere hundert junge Menschen jährlich dafür, gehen diesen Weg mit uns und verlassen dann als Botschafter Tirols und auch des MCIs, hoffentlich verlassen sie, gehen wieder nach Hause, aber sie bleiben uns sehr eng verbunden. Ich darf zu den Bachelor-Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs, ich glaube 2014 hat man zu ihnen gesagt, wir haben immer diese Bezeichnungen. Sie waren im Juli 2014 bei den Aufnahmegesprächen. Ich habe in unserer internen Verabschiedung gesagt, noch ein bisschen nervös, manchmal ein bisschen verstört. Jetzt sind Sie gereift und voller Freude, heute natürlich auch hier. Sie waren die 85 Besten aus sehr vielen Bewerbern. 66 von Ihnen haben das Studium abschließen können. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Quote. Also heute, am 7. Oktober, schließt sich der Kreis. Es liegt eine Zeit dazwischen, in der Sie eine fachlich wie auch persönlich tolle Entwicklung genommen haben. Eine Zeit, in der wir Sie bewusst gefördert, aber auch bewusst gefordert haben. Nicht nur der Kollege Becker bei den Prüfungen, sondern quer durch Ihr Studium. Gerade die ersten beiden Jahre in diesem Studium sind eine große logistische und auch Herausforderung und dann kommt ein sehr internationales Jahr dazu. Sie haben mit sehr vielen internationalen und nationalen Experten in der Lehre, über 100 Lektoren gearbeitet, aus aller Welt. Und Sie sind dann nicht nur in Internships, sondern auch in Auslandssemester gegangen. Auch hier wieder in alle Welt. Sie waren in Kanada, Sie waren in Thailand, Sie waren in Spanien, Sie sind nach China gekommen. Es war eine intensive Zeit, eine schöne Zeit. Das einzig Kritische heute vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie so immer wieder kommt, diese Zeit, ja, so unbeschwert, wo man gerade in ein Auslandssemester geht. Ich darf Ihnen im Namen des gesamten MC-Tourismus-Teams Danke sagen. Danke auch im Namen aller Lektoren. Die Qualität der Lehre, man sollte das nicht vergessen, die sind jetzt nicht hier auf der Bühne, ich darf sie vertreten, ist ein ganz zentraler Faktor für unseren Erfolg. Und Ihre Qualität, die Sie da mitnehmen in Ihre Welt, in Ihre Arbeitswelt auch, ist letztlich das, was von uns hier übrig bleibt. Mein Dank natürlich ganz besonders an mein Team. Ich bin unheimlich stolz auf euch, mit euch arbeiten zu dürfen. In diesem Sinne, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, bleiben Sie unserer Hochschule, dem Management Center Innsbruck MCI, als Freunde und als Botschafter freundschaftlich
verbunden. Ich darf jetzt gemeinsam mit meiner Kollegin Claudia Müssenlechner Ihnen die akademischen Grade eines Bachelor of Arts überreichen. Vielen Dank. Katharina Adams, H. Deutschland. Magdalena Baldauf, Brixen, Südtirol. Tamara Bechter, Spielberg, Steiermark. Valentina Beck, Brand, Vorarlberg. Florina Bertel, Innsbruck. Johanna Böhnecken, Salzburg. Julian Dangel, Laupheim, Deutschland. Isabel Decker, Attendorn, Deutschland. Alex Demetz, St. Ulrich, Südtirol. Theresa Dummer, Galtzein, Tirol. Annika Dünser, Schruns, Vorarlberg. Juliana Eisel, St. Gilgen, Salzburg. Laura Erdeli, Ruhpolding, Deutschland. Hanna Fritsche, Brand, Vorarlberg. Anna-Sophia Geiger, Oberstdorf, Deutschland. Marie-Therese Greiner, Kaprun, Salzburg. Josephine Gräber, Schwarzenberg, Vorarlberg. Ines Gruber, Würflach, Niederösterreich. Katrin Gruber, Würflach, Niederösterreich. Sandra Gufler, Sterzing, Südtirol. Anna Habenbacher, Dragös, Steiermark. Jacqueline Hanser, Karlsam-Großglockner, Tirol.
Patrick Hausberger, Meierhofen, Tirol. Florian Holzknecht, Umhausen, Tirol. Johanna Holzknecht, Umhausen, Tirol. Christian Innerhofer, Bramberg am Wildkogel, Salzburg. Burcu Janisch, Lindenberg, Deutschland. Claudia Jöchel, Reit bei Kitzbühel, Tirol. Katharina Kenzia, Wilhelmsdorf, Deutschland. Cornelia Klemann, Wertach, Deutschland. Caroline Mann, Ranken, Tirol. Nicola Müller, Weißensee, Kärnten. Theresia Nocker, Drins, Tirol. Pia Pankratz, St. Anton am Arlberg, Tirol. Matthias Pernstich, Kaltern, Südtirol. Marion Pfitscher, Montan, Südtirol. Karin Pichler, St. Christina, Südtirol. Christoph Pillon, Kaltern, Südtirol. Leonhard Rasinger, Fulpmes, Tirol. Patricia Reisinger, Eberschwang, Oberösterreich. Eva Rodenbusch-Mohr, Niederkunft, Deutschland. Martina Russecker, Kitzbühel, Tirol. Serena Scheirer, Rietzlern, Vorarlberg. Daniela Schleifer, Beisweil, Deutschland. Anna Schneeberger, Hippach, Tirol.
Vanessa Senona, St. Christina, Südtirol. Alexander Sommer, Krems an der Donau, Niederösterreich. Laura Sophia Speer, Schwabmünchen, Deutschland. Jonas Spensberger, Wasserburg am Inn, Deutschland. Simon Spitzbart, Adnang Puchheim, Oberösterreich. Anna Stark, Fontanella, Vorarlberg. Andreas Taschler, Innsbruck. Alexander van Stippelen, Innsbruck. Jana Varesco, Nals, Südtirol. Helena Veit, Rohrmoos, Steiermark. Regina Weißkopf, Viergen, Tirol. Alexandra Wendler, Bad Hofgastein, Salzburg. Ina Katharina Wilhelm, Ehrwald, Tirol. Patricia Winder, Alba Schwende, Vorarlberg. Amelie Wochner, Feldberg, Deutschland. Brian Wörndl, Sonthofen, Deutschland. Carina Wörndl, Kaufering, Deutschland. Ich darf Ihnen jetzt noch die Absolventinnen und Absolventen verlesen, die das Studium Bachelor mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben. Bitte einen Dosenapplaus am Ende. Magdalena Baldauf. So lassen wir es gelten. Laura Erdeli. Jetzt können Sie mitklatschen, das machen wir jetzt anders. Nicola Müller. Theresia Nocker,
Simon Spitzbart, Anna Stark, Andreas Daschler, Jana Varesco, Regina Weißkopf und Alexandra Wendler. Herzliche Gratulation. So, jetzt glaube ich, ist Zeit für ein Musikstück und dann gehen wir mit der Masterzeremonie weiter. Respect the graduates of the Master's Program Entrepreneurship and Tourism. You already are our eighth year in the Master's Program and our fifth year of students who completed also the English track Marketing Management and Tourism. Our Master Program is meant to help you further develop in theory and practice within the topic of entrepreneurship and tourism. The motto during our Master's Program has been to bring you from learning to studying and to challenge you in a critical reflecting what you learned. As an alternative to our classical study abroad program in the third semester, we again took you on a two-week international study program where you could experience tourism right on the spot. We have been in Canada and US last year. We visited Vancouver, Whistler Mountain, which is an international benchmark in alpine tourism development. We have also visited the gambling paradise and entertainment place, Las Vegas. And finally, we ended up in the Hawaiian Islands. These were excellent learning examples and case studies for all of us. And we have literally made the world our classroom and gained international experience in the field of tourism. And then finally, you have to write your master thesis. Let me say this is the masterpiece of your master's program. Some of your colleagues are still working on a master thesis now. And some of you did really well in their thesis, so I would not be surprised if we receive another international award for your works. Last year, one of our graduates won the competitive ITP Science Award in Berlin for excellent contributions in tourism. Our master program in entrepreneurship and tourism is the first Austrian master program
which is ranked in the top 100 of the worldwide master rankings for tourism, event and hospitality management. Dear graduates, you have gone through an amazing development personally and professionally, to which I would personally like to congratulate you sincerely. Enjoy this day with your family, with your friends. Follow your professional way with engagement. Stay cordially attached to the MCI, of course, also in the future. And don't forget our motto, our MCI tourism motto, life is a mountain, not a beach. Thank you. So together with my colleague Claudia Mösenlechner, we hereby present the certificate as proof of conferral onto you, the academic title Master of Arts. Martin Andal, Meidling, Lower Austria. Johanna Banken, Sölden, Tyrol. Niklas Bösch, Gagellen, Vorarlberg. Janis Braun, Bremen, Germany. Stefanie Ecker, Millstatt am See, Carinthia. Stefanie Ecker, Zell am Ziller, Tyrol. Eva Haider, Ternberg, Upper Austria. Philipp Haueis, St. Anton am Arlberg, Tyrol. Anna Hettecker, St. Veit im Pongau, Salzburg. Vanessa Jambor, Annenheim, Carinthia. Stefanie König, Meierhofen, Tyrol. Julia Mingler, Kirchberg, Tyrol. Lukas Oberegelsbacher, Gries am Sellrhein, Tyrol. Barbara Pirchner, Großaal, Salzburg. Katrin Raab, Steinerkirchen am Forst, Lower Austria. Caroline Charlotte Reich-Thomann, Grammerstetten, Upper Austria. Theresa Schneider, Feldkirch, Vorarlberg. Astrid Sommer, Neuberg, Burgenland. Julia Thorson, Lienz, Tyrol.
Andreas van den Berg, IJsselmuiden, The Netherlands. Mark Feder, Dortmund, Germany. Benedikt Wallner, Vöcklabruck, Upper Austria. Maren Weise, Hamm, Germany. Ich darf Ihnen wieder die Studierenden oder Absolventinnen und Absolventen natürlich mitteilen, die das Studium des Masters mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben. Jetzt dürfen Sie noch jeden klatschen. Ja. Janis Braun, Gratulation. Frau Astrid Sommer, Gratulation. Frau Julia Tolson, Gratulation. Und Frau Maren Weise, herzliche Gratulation. Ich darf wieder an die Haller Stadtpfeife übergeben und dann an meinen Kollegen Matthias Seeler. Vielen Dank. So, liebe Spondierende, liebe Festgäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe heute zum ersten Mal hier, denn wir haben zu Ehren die Absolventen des Studiengangs Betriebswirtschaft Online und Sie sehen vielleicht schon, dass die Damen und Herren hier auf dem Podium in Persona da sind und nicht als Hologramm. Meine Damen und Herren, heute nach exakt 3 Jahren und 7 Tagen schließen diese Absolventinnen und Absolventen, die Sie hier sehen, ihr Betriebswirtschaftsstudium als Bachelor of Arts ab. Das alleine ist schon generell eine großartige Leistung, denn erstens hat ein Studium am MCI nun mal besondere Qualität und zum anderen ist es so, dass diese Studierenden
ihr Studium berufsbegleitend absolviert haben. Das alleine sicherlich eine besondere Leistung. Aber da ist noch etwas mehr. Diese Absolventinnen und Absolventen haben mit uns am MCI und für uns Geschichte geschrieben. Sie haben nämlich vor 3 Jahren eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, Vertrauen zu schenken. Vertrauen an das MCI, Vertrauen daran, dass wir einen Studiengang entwickeln werden und anbieten werden, der online geführt ist, der virtuell geführt ist, der die gleiche Qualität hat wie jeder Studiengang am MCI, der intensive Betreuung anbietet, auch im virtuellen Raum, und damit auch den gleichen wertvollen Abschluss, den jeder Studierende am MCI erhält. Vertrauen haben diese Studierenden und heute Spondierenden allerdings auch in sich selbst gezeigt. In ihre Disziplin, in ihr Durchhaltevermögen, in ihren Willen zur harten Arbeit. Und anders als liebe Spondierende im Tourismusstudiengang, die ihr auf Hawaii und sonst wo wart, was ich total klasse finde, haben unsere Studierende leider überwiegend zu Hause gesessen am Computer und mussten Menschen wie mir zuhören, ob sie wollten oder nicht. Nun, reicht es schon, so hervorragende Studierende zu haben, um Erfolg in einem Programm zu haben? Ich sage Ihnen, nein. Es braucht dazu auch eine unternehmerisch geprägte Hochschule und ganz viele Personen, die dazu mit unermüdlicher Arbeit beitragen. Es ist mir deswegen heute eine besondere Freude, dem Team von BWL Online, aber auch den Kolleginnen und Kollegen am MCI, an der Spitze Andreas Altmann, herzlich zu danken für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Unterstützung im Aufbau dieses Studiengangs. Liebe Spondierende, ich habe auch einen Appell an Sie. Sie haben gesehen, was Sie mit Ihrem Mut zur harten Arbeit, aber auch gemeinsam mit uns als MCI zu leisten, imstande sind. Und das ist keine Kleinigkeit. Ich bitte Sie deshalb, bleiben Sie mit uns in Kontakt, bleiben Sie mit uns verbunden, tragen Sie bei, wo immer es Ihnen möglich ist, seien Sie Teil dieser starken Gemeinschaft MCI. Meine Damen und Herren, auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt, so sagt das Sprichwort. Und vor, ich sagte es, 3 Jahren und exakt 7 Tage, ihr werdet euch daran erinnern, haben diese Damen und Herren diesen ersten Schritt in Angriff genommen. 6 Semester Studium, unzählige abendliche Online-Vorlesungen, Präsenzveranstaltungen hier in Innsbruck, Klausuren, Hausarbeiten, Reflexionspapiere und was dergleichen mehr es gibt. Dazu 2 wissenschaftliche Abschlussarbeiten, eine mündliche Abschlussprüfung und last but not least den ein oder anderen Ordnungsruf von mir. All das beschreibt die Reise, die Sie durchgeführt haben und die heute mit dem Abschluss Ihres Studiums als Bachelor of Arts beendet wird. Meine Damen und Herren, ich denke, ich spreche in Ihrem Namen, wenn ich sage, diesen Erfolg haben Sie sich wirklich redlich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Damen und Herren, wir werden jetzt genau das Gleiche tun, was Sie eben auch gesehen haben. Wir werden Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Gemeinsam mit der Promotorin, Frau Claudia Mössenlechner, überreiche ich Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, nun als Nachweis der Verleihung des akademischen Grads des Bachelor of Arts die Urkunde. Miriam Aberfeld, Axams Tirol. Alexander Berger, Kempten in Tirol. Andreas Greiter, Innsbruck. Hannes Gschwendner, Breitenbach am Inn, Tirol.
Kerstin Hechenleitner, Bad Hering, Tirol. Johanna Heiß, Mölten, Italien. Martin Hofer, Pfeffersberg, Südtirol. Simon Kerber, Kappel, Tirol. Philipp Kundraditz, Innsbruck. Ulrike Löffler, Volders, Tirol. Daniel Mayer, Pfunz, Tirol. Andreas Gerhard Mimm, Innsbruck. Victoria Morandell, Kurtatsch, Italien. Simon Muglach, Ötz, Tirol. Christian Obernauer, Fulpmes, Tirol. Philipp Prohaska, Kemmerton in Tirol. Benjamin Reiter, Schwarz, Tirol. Florian Seidner, Wattens, Tirol. Katrin Stradner, Fulpmes, Tirol. Clemens Sutter, Au, Vorarlberg. Lisa Wallner, Eugendorf, Salzburg. Sabine Weißbriacher, Völs, Tirol. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, wir waren überrascht, dass wir schon am Ende waren. Ich dachte, es kämen noch ein paar. Ich darf vielleicht noch anschicken oder anfügen, dass eine Reihe dieser Spondierenden auch schon in unserem Online-Masterprogramm eingeschrieben sind, was uns natürlich besonders freut. Die können wir dann in 2 Jahren wieder begrüßen. Jetzt aber darf ich Ihnen jene Studierende in einem Rutsch und nur mit Applaus am Ende vorlesen, die mit Auszeichnung bestanden haben, und das mache ich jetzt so schnell, dass Sie wirklich nicht dazwischen klatschen können, aber am Ende, nämlich Mirjam Aberfeld, Kerstin Hechenleitner, Johanna Heiß, Martin Hofer, Simon Kerber, Daniel Mayer, Viktoria Morandell, Florian Seidner, Katrin Stratner, Clemens Sutter und Sabine Weißbriacher, und jetzt den Applaus.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt gibt es noch mal ein Musikstück und dann darf ich die Studierenden um ihre Dankesworte bitten. Dankeschön. Life is a mountain, not a beach. Dieser Slogan hat uns die letzten 3 Jahre über begleitet und heute haben wir es geschafft. Wir sind am Gipfel angekommen. Und wenn ich mir diese Aussicht so ansehe, dann kann ich nur sagen, es hat sich gelohnt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, liebe Familien, liebe Freunde. Wir drei dürfen heute stellvertretend für alle Absolventen der 3 Jahrgänge ein paar Dankesworte an Sie richten. Life is a mountain, not a beach, was so viel bedeutet wie, das Leben ist ein Berg und kein Strand. Als wir das erste Mal vor mittlerweile 3 Jahren den Weg zum MCI-Tourismus zurückgelegt haben, rauf bis zur halben Nordkette, wusste ich, Strandspaziergang wird es auf keinen Fall. Ich kann mich auch noch gut an Ihre Worte erinnern, Herr Professor Siller, als Sie meinten, sehen Sie sich gut um. Mit diesen Leuten werden Sie in 3 Jahren bei der Sponsion sitzen. Und diese 3 Jahre werden schneller vergehen, als Ihnen lieb ist. Und ja, er hat recht gehabt. Viele von uns kannten sich nicht zu Beginn des Studiums. Wir waren Fremde, die sich gemeinsam auf ein Studium und ein Abenteuer eingelassen haben. Doch bald wurden wir zu Freunden und spätestens vor den ersten Prüfungen zu Leidensgenossen. Und was noch viel wichtiger ist, wir wurden zu einer Familie. Und gemeinsam haben wir den Gipfel erreicht. Wir haben den MCI-Berg bezwungen. Für manche war es ein Spaziergang, für so manchen die wahrscheinlich größte Herausforderung ihres Lebens. Leider mussten auch manche auf dem Weg nach oben umkehren. Aber die, die wir heute hier sitzen, wir haben es geschafft und wir haben uns den Bachelor-Titel geholt. Ohne unsere Leistung schmälern zu wollen, hatten wir doch das große Glück, Leute an unserer Seite zu haben, die uns das Leben erheblich erleichterten. Ein Dankeschön möchte ich daher dem Kollegium des MCI und besonders des MCI Tourismus aussprechen, die uns die letzten 3 Jahre unterstützt haben. Die Tür zum Office und zu den Lehrenden stand jederzeit offen. Man hatte das Gefühl, willkommen zu sein und dass es für jedes noch so kleine Problem eine Lösung gibt. Ein Dank gilt auch den Partnern, Trägern und Unterstützern des MCI, die es uns ermöglicht haben, an so einem wunderschönen Ort wie Innsbruck zu studieren und von ihren Netzwerken in der Wirtschaft zu profitieren. Der größte Dank am heutigen Abend gilt allerdings Ihnen. Liebe Eltern, liebe Partner, liebe Geschwister, liebe Familien und liebe Freunde. Sie haben uns in den letzten 3 Jahren unterstützt, uns den Rücken freigehalten, uns motiviert und mitgefiebert.
Und genau aus diesen Gründen haben Sie sich diesen heutigen Tag mindestens genauso sehr verdient wie wir. Ein herzliches Dankeschön. Mit dem heutigen Tag besitzen wir das Wissen und das Rüstzeug für alle Berge, die noch vor uns liegen mögen. Ich weiß, viele von uns haben sich schon ins nächste Abenteuer gestürzt und dennoch wünsche ich euch von Herzen, dass das Leben auch ab und zu ein gemütlicher und entspannter Strandspaziergang wird. Alles Gute! Good evening, everyone. Also, on behalf of all Master Graduates, I would like to welcome all faculty, alumni, friends, family, and distinguished guests. I remember one of our first courses at MCI, where the professor asked us, who wants to become an entrepreneur? You would think the majority of hands would go up without even giving this a second thought. Well, at that time, only 3 hands went in the air. Today, however, I strongly believe that quite a few more students would say yes, and this has definitely a lot to do with the journey we've been on during the last 2 years, which has shaped us in so many ways. Besides extending our academic and professional knowledge, successfully surviving all group works, managing to skip a few classes now and then for some awesome powder runs in the winter season, or mastering the Hakamori war dance, we have especially grown and developed personally. We have learned that failure is actually a fundamental part of success. What it takes to step out of our comfort zone and how important it is to actually follow our dreams, no matter how many obstacles are along the way. During the master studies, we were given the opportunity to experience a variety of different cultures, advance our way of thinking, and enjoy the combination of theory and practice. But most importantly, we have learned to be dedicated and have a vision and strategy right from the beginning. Then, while we were still busy getting to know each other and kind of extending our profound sommelier knowledge, we were confronted with a master's thesis right at the beginning of our studies. What seemed so, so far away at that time became reality really fast. 730 days later, here we are celebrating our graduation. Unbelievable. Looking into future, every end is also a new beginning. So let's be excited about the many adventures ahead of us. On behalf of all master graduates, I want to express my gratitude for the last 2 years, for the many friendships which we have gained, the unforgettable moments we have shared, and the inspiring personalities we have met from around the world. I further want to thank the whole team of MCI for their professional guidance and personal assistance in every situation. And finally, the biggest thank you goes to you, to our families, parents, partners, and friends. Thank you for your continuous support during our academic career, and especially for the encouragement during the last months while completing our master thesis and preparing for the final exam. I know it wasn't always easy. Without you, we wouldn't be here where we are today. So thank you for being here and sharing this special occasion with us. Thank you. Im Namen der Absolventen des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft Online darf auch ich Sie ganz herzlich hier im Kongress Innsbruck begrüßen. Heute ist ein Tag der Freude. Sozusagen als erste unserer Art am MCI haben wir uns vor ziemlich genau 3 Jahren in das Abenteuer Online-Studium gestürzt. Abseits traditioneller Studienstrukturen haben wir unsere Wohnzimmer zu unserem Hörsaal gemacht. Wir haben gelernt, in virtuellen Teams zu arbeiten und die Möglichkeiten der modernen Kommunikationstechnologie zu nutzen. Damit hat uns BWL Online nicht nur viel Fachwissen vermittelt, es hat uns auch optimal auf die Arbeitsformen der Zukunft, wenn nicht schon der Gegenwart, vorbereitet. Einen großen Dank möchte ich daher an unseren gesamten Studiengang und das Lehrpersonal richten. Ihr habt es uns ermöglicht, Studium, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und seid uns dabei immer mit einem offenen Ohr viel Engagement und Kompetenz zur Seite gestanden. So konnten wir durch unser Studium nicht nur fachlich, sondern auch persönlich wachsen. Ein Dank gilt auch den MCI Hochschulservices, die im Hintergrund mit viel Einsatz und Professionalität
für einen reibungslosen Ablauf unseres Studiums gesorgt haben. Ebenso ein Dank an unsere Arbeitgeber, die unsere Studienvorhaben unterstützt haben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich aber bei euch, liebe Mitstudierende. Obwohl wir uns in den letzten Jahren immer nur alle paar Wochen persönlich am MC treffen konnten, sind wir zu einem richtig tollen Team zusammengewachsen. Gemeinsam haben wir alle Schlachten unseres Studiums geschlagen und jede Herausforderung in Angriff genommen. Daher bleibt mir heute nichts mehr weiteres zu sagen, als dass ich wirklich stolz auf uns bin. Dankeschön. Herzlichen Dank für die akademische Hymne. Danke an die Haller Stadtpfeifer, die beste Bläsertruppe, die Österreich aufzubieten hat. Herzlichen Dank. Gaudia Musigitur, Freude sei unser, es ist unser Freudentag. Und dieser Freudentag geht leider zumindest in diesem Rahmen dieses Festakts zu Ende. Ich gehe davon aus, dass der Freudentag weiter anhält und ein Feiertag wird. Und Feiertag hat mit Feiern zu tun. Bevor ich Sie aber entlasse hinaus in die Weiten des Raumes, wo Sie, wo uns ein Sektempfang erwartet, darf ich Sie einladen oder aufmerksam machen auf diesen Schein, der bei Ihnen auf den Stühlen liegt. Wenn Sie diesen Schein ausfüllen und abgeben draußen, bekommen Sie am Ende, wenn er vorliegt, weil wir haben weitere Sponsionen Anfang Dezember, bekommen Sie am Ende unseren großen Absolventenkatalog dieses Jahres zugesandt mit etwa 1000 Absolventinnen und Absolventen. Alle sind mit Bild dargestellt, alle mit ihren Namen, mit ihrer Herkunft, mit den Diplomarbeitsthemen, mit vielen anderen Informationen. Leider, da muss ich Sie enttäuschen, nicht mit der Mobilnummer. Aber nehmen Sie das mit, wenn Sie möchten, als kleine Aufmerksamkeit, lassen Sie sich das zusenden oder auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass jemand von Ihnen noch zu haben ist, wenn Sie tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen sollten. Wo können Sie das abgeben? Draußen, wenn Sie hinausgehen, rechter Hand gibt es eine Stelle, das steht groß drauf, MCI Shop. Und bei der Gelegenheit, wir haben auch daran gedacht, denken Sie daran, es kommt schneller als man denkt, Weihnachten kommt gleich mal. Und nachdem Sie heute nicht zum Einkaufen kommen, Sie sollten ja doch zu Weihnachten Ihren Lieben etwas mitbringen. Schenken Sie Freude, schenken Sie MCI. Wir haben die besten, interessantesten und vor allem nettesten Sachen da draußen.
Nun, wenn Sie eingeladen sind zum Sektempfang, dann darf ich mich bedanken bei allen Sponsoren dieses Empfangs, aber vor allem auch dieser Sponsion. Das ist Vöslauer, das ist Swarco, die diese Schals und diese Outfits gespendet haben. Das ist Swarovski, die Ihnen in Ihre Sponsionstüten oder bei uns in Österreich sagt man Sackerlen etwas Nettes hineingegeben haben und auch, uns auch sonst unterstützen. Das ist Tirol TV und nicht zuletzt, jetzt fehlt mir jemand, oder habe ich, ja, und kann natürlich Karriere.at, MC steht für Karriere, also Karriere.at. Nun, ich darf Ihnen noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Es geht so weiter. Wir haben derzeit 3200 Studierende, aber wir haben große Herausforderungen, die wir angehen wollen. Unser klares Credo ist unsere tiefe Überzeugung und das, wofür wir arbeiten. Wenn Sie sagen, wo Sie studiert haben oder wo jemand studiert und Sie sagen MC, dann soll die Antwort sein, wow. Und seit 22 Jahren arbeiten wir daran. Wir haben das große Glück, dass wir faktisch seit 10 Jahren jedes Ranking gewonnen haben in Österreich. Und das ist auch etwas, was uns mit großem Stolz und großer Freude erfüllt. Es ist aber kein Selbstzweck. Es soll Ihnen Türen öffnen und soll uns Ansporn sein, weiter Nummer 1 zu bleiben. Forschung haben wir in den ersten Jahren mit V geschrieben. Will heißen, das hin zurück. Wir haben uns auf den Aufbau des Studiums und der Infrastruktur und vieler anderer Dinge konzentrieren müssen. Mittlerweile hat dieses kleine MC bei einem Jahresbudget von 35 Millionen Euro allein aus Forschungsdrittmitteln 7 Millionen Euro. Das könnte mehr sein, aber es wächst jährlich um etwa 20-25% und geht rapide nach oben. Internationalisierung ist wichtig. Ich hab gesagt, woher Sie kommen. Ich habe erzählt von den 250 Partneruniversitäten. Wir haben aber jetzt mittlerweile 15 Double Degree Programme im Talon. Wir haben 10 Studiengänge zur Gänze in englischer Sprache im Portfolio und wir wollen und werden das weiter ausbauen. Digitalisierung ist etwas, was uns massiv umtreibt. Denken Sie daran, wie oft Sie vor 10 Jahren auf eine Bank gegangen sind, wie oft Sie heute gehen. Denken Sie daran, wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, sehen Sie Parship.de und ich weiß nicht was, das Persönlichste, Intimste, was man sich vorstellen kann, wird elektronisch angebahnt. Ich hoffe, es kommt irgendwann auch einmal zu einer persönlichen Begegnung. Denken Sie daran, aber wie das das Leben verändert, wo Leute einkaufen, ob sie Amazon oder Zalando oder was immer nennen. Ich sage nicht, dass das alles gut sein muss, aber es ist die Realität. Und wenn wir Digitalisierung unterrichten, dann sind wir tief überzeugt, dass wir selbst nicht unter dem Glassturz stehen, sondern auch uns massiv selbst diese Herausforderung stellen müssen und dem Thema zuwenden. Denken wir an unseren neuen Campus. Wir haben das Vertrauen, uns erarbeitet, dass wir trotz Digitalisierung und trotz Online-Studiums und Mobile Learnings und so weiter, wir vergraben 100 Millionen Euro direkt am besten Grundstück, das Tirol zu bieten hat, direkt angrenzend an den kaiserlichen Hofgarten. Unser Hofgarten wird zum Campuspark des MCI, des neuen MCI Campus. Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen, die Detailplanung ist im Gange und das wird eine neue Heimstätte, die tatsächlich Österreich zur Ehre gereicht. Denken wir daran, das Thema Qualität, ich habe das Thema Ranking angesprochen, internationale Akkreditierungen, was wir nur tun können, Qualität comes first. Startups, Unternehmensgründungen. Wir haben eine ganze Reihe von Patenten von Startups und so weiter, die wir in die Lande tragen, die wir generieren und die den Wert, die Wertschöpfung, Innovation und Zukunft versprechen sollen. In diesem Sinne, ich glaube, bin tief überzeugt, wenn wir weitermachen, wenn wir, ich habe es gesagt eingangs, Bildung verhindert Einbildung. Tragen Sie bitte Ihren akademischen Grad mit Demut, mit Würde und mit Bescheidenheit. Halten wir als Team des MC die Beine, die Füße am Boden,
heben wir nicht ab. Erfolg ist mindestens so sehr ein Ergebnis der Transpiration, also Schweiß und harter Arbeit, als von Inspiration. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Der große Hermann Hesse sagt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Beginnen Sie neu, alles Gute, feiern Sie schön. Alles Gute. Thank you.